Im heutigen Video möchte ich mal ein empfindliches Thema ansprechen, nämlich das Thema Preis-Leistung bei Düften und welche Düfte über 150 Euro wirklich ihr Geld wert sind. Ich werde auf die einzelnen Düfte eingehen und natürlich auch erzählen, warum ich denke, dass sie das Geld wert sind und eben entsprechend außergewöhnlich sind. Aber erstmal und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und das Thema Preis-Leistung ist bei Düften ja mal ziemlich empfindlich. Es gibt Menschen, die sagen, ich gebe niemals mehr als Summe X aus, 20, 30, 50, 100 Euro. Und andere Menschen, die sagen, ich gebe nie weniger als 100, 150, 200 Euro für Düfte aus. Und da ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Thema Preis-Leistung anzusprechen, weil einige sagen, ich will nicht das Günstige, andere sagen, ich will nicht das Teure. Deswegen habe ich mir heute ein paar Düfte rausgewählt, bei denen ich wirklich finde, dass sie ihr Geld wert sind und auch natürlich eine Begründung, warum ich denke, dass sie das wert sind. Angefangen bei dem 10. Duft, das ist nämlich der Bohemian Lime von Gottfried & Banks. Und Limetten sind ja normalerweise eher kratzig, zitrisch, noch ein bisschen säuerlich. Und der Duft schafft es irgendwie, das einzufangen und genau auch so zu sein auf der anderen Seite, aber eine Vanillebasis zu haben und das perfekt einzufangen. Und das bedeutet am Ende eigentlich nur, dass wir hier zwar eine zitrische, schöne einzigartige Kopfnote haben, das Ganze aber eben nicht zu dünn ist, auch nicht zu leicht ist und auch nicht nach 20 Minuten direkt wieder weggeflogen ist, sondern eben doch mal ein bisschen mehr, ein bisschen schöner eine Basis haben, die einfach tiefer ist. Und das schafft Gottfried & Banks mit verschiedensten Düften immer wieder gut und das auf jeden Fall der Bohemian Lime auch eine Empfehlung. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, dass dieser Duft niemals 150 Euro kostet. Ich glaube 165 Retail. Normalerweise bekommt man den aber auch ein paar Euro günstiger. So für 140 Euro gibt es den, glaube ich, auch schon zu haben. Deswegen im Zweifel sparst du da auch noch ein paar Euro und dann ist er die 150 auf jeden Fall wert, die er normalerweise kostet. Den nächsten Duft, den ich mir gekauft habe und dir vorstellen möchte, das ist der Gladiator aus dem Hause Soradora. Der Duft ist, und das ist natürlich jetzt eine Hausnummer, für 50 ml 200 Euro teuer. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, muss es denn sein, so viel Geld auszugeben für einen frischen, leichteren Duft? Denn genau das ist der Gladiator. Er ist ein frischer, aquatischer, leichter Duft und er ist so ein bisschen sehr viele Düfte zusammengemixt. Also du merkst hier so ein bisschen Cool Water mit raus, du merkst hier so ein bisschen Aventus mit raus, du merkst hier auch so ein bisschen den Percival von Parfums de Marly mit raus und der ist von allem so ein bisschen und ist tatsächlich deswegen das Geld wert, weil ich sage, du hast hier sehr viele DNAs, die nischig sind, kombiniert, du hast hier sehr viele Aspekte mit drin, irgendwie in einem Duft zusammen und sparst dir dann quasi diese ganzen Düfte einzeln zu kaufen und hast deswegen dann in einem Duft das Ganze so ein bisschen komprimiert. Deswegen kann ich auch sagen, dass die beiden Male, als ich diesen Duft jetzt für mich getragen habe im Alltag, ja auch perfekt gehalten hat und mich den ganzen Tag begleitet hat und deswegen da eine ganz Empfehlung ist, Soradora ist sowieso ein Haus, was aktuell so ein bisschen im Upstream ist. Die haben sehr, sehr spannende, schöne Düfte. Prosiliant kennt ihr ja, den habe ich ja damals kostenlos bekommen von Soradora. Aber natürlich auch Mandorle und den Gladiator, also den habe ich mir jetzt selber gekauft, ne, keine Sorge. Auf jeden Fall ganz klare Empfehlung Richtung Soradora, da sich mal ein bisschen durchzutesten. Den nächsten Duft, das ist ein alter Bekannter aus dem Hause Killian, das ist nämlich der Angel's Share. Ich will gar nicht so viel Worte über diesen Duft verlieren, denn die meisten von euch werden diese DNA schon kennen. Einer der schönsten Gourmand Düfte. Falls du Zimtdüfte magst oder die Duftnote Zimt allgemein, ist das eine ganz klare Empfehlung. Und ich glaube tatsächlich auch sowas wie Spice Bomb, wenn du damit was anfangen kannst, ist das was, wenn du mit Kamera was anfangen kannst, den haben ja wirklich einige von euch sich damals gekauft, ne, dann ist es auf jeden Fall eine DNA, die wunderschön ist, ist tatsächlich ein bisschen natürlicher, ein bisschen fruchtiger und ein bisschen natürlich zimtiger, sage ich mal, als der Kamera. Deswegen nicht ganz so süß, nicht ganz so pralinig, ist aber einfach ein anderer Duft als der Kamera, aber geht in dieselbe Richtung. Von daher auf jeden Fall Angel's Share in meinen Augen ein Klassiker mittlerweile der Parfümindustrie. Und was die Kombination Zimt mit Orange und Apfel, also diese Frucht-Zimt-Kombination angeht, in meinen Augen wirklich ein Ausreißer, ein wunderschöner Duft, den ich nach wie vor immer noch empfehlen kann, auch für das Geld. Ich habe hier auch fast ein volles Flakon. Ganz klare Empfehlung Richtung Angel's Share. Bekommt man übrigens im Zug auf Parfum auch ganz gerne mal für unter 150 Euro, wenn man da die Augen auffällt. Das heißt, wenn es nicht ein volles Flakon sein soll oder ein neues Flakon, gibt es den auch manchmal ein bisschen günstiger zu haben. Weitermachen möchte ich mit einem meiner Lieblingshäuser des Jahres 2023 und auch 24, nämlich Simone Antrioli mit dem Malibu Party in the Bay. Einer meiner Lieblingssommerdüfte des letzten Jahres und hier haben wir genauso ein bisschen das Ähnliche wie bei dem Bohemian Lime. Auch eine wunderschöne limettige Kopfnote, hier eben ein bisschen zitricher, ein bisschen spritziger. Das Ganze wird in diesem Duft mit so einer Kombination aus Kokos und Vanille abgefangen. Bei dem Bohemian Lime, ihr erinnert euch, durch so eine Holz- und Vanille-Kombination, da fehlt eben der Kokosaspekt. Macht für mich aber diesen Duft noch umso einzigartiger, deswegen ist er auch noch ein bisschen weiter vorne auf der heutigen Liste, denn es ist einfach einer der schönsten Sommerdüfte, die du finden kannst und im Vergleich zu zum Beispiel dem Virgin Island Water, der relativ ähnlich ist, ein bisschen weniger zitrig, dafür ein bisschen kokosiger, tatsächlich auch nur die Hälfte kostet. Virgin Island Water, ich glaube 260 Euro, das hier
Ich glaube, offiziell 150, 155 Euro gibt es übrigens auch so normalerweise für 130 Euro zu haben. Das heißt, hier auch nochmal, man kann ein bisschen sparen, wenn man mal die Augen offen hält und merkt es auf jeden Fall, dass hier Simone Andreoli als Parfümeur da sehr viel Zeit und Gedanken reingesteckt hat. Ja, der nächste Duft, der kommt aus dem Hause Mancera, das ist nämlich der Red Tobacco. Und hier kann man wirklich sagen, für das 100 ml Flakon bekommst du hier extrem viel an Wert, denn dieser Duft, den musst du einmal aufsprühen, musst du zweimal aufsprühen. Das reicht vollkommen aus. Dieses Flakon wird hier nicht leer werden, quasi wie meins. Ich habe meins auch nur fast leer schon gekauft. Denn der Vorteil bei dem Red Tobacco ist einfach unfassbar intensiv, unfassbar stark, einzigartige DNA. Es gibt eigentlich auch keinen Duft, der wirklich so ähnlich riecht. Es wurden schon mal ein paar Mal so Assoziationen zu, ich glaube, dem Carlyle oder sowas gezogen von Parfums de Mali. Aber nee, die riechen anders, also wirklich nicht. Und diese einzigartige Kirschkopfnote, die hier mit drin ist in diesem Red Tobacco, das ist wirklich einzigartig. Kirsche zusammen mit dem Tabak. Und falls du auch sowas wie Lost Cherry magst, aber das vielleicht ein bisschen zu schwach ist, oder auch Simone Andreoli Weißbomb oder so, Red Tobacco hat, wie gesagt, auch diese Kirschnote mit drin. Hier eben einfach ein bisschen anders umgesetzt. Ist wirklich da. Ausreißer, ganz klare Empfehlung. Der nächste Duft kommt aus dem Hause Mathieu Premier mit dem Falcon Leather. Und Falcon Leather ist mittlerweile einer meiner Lieblingslederdüfte geworden. Und in meiner persönlichen Sammlung darf der nicht mehr fehlen. Der Duft ist auch den jetzigen Winter, als es wieder kälter wurde, häufiger auf meiner Haut draufgekommen, als ich eben einen intensiven, schönen, ich sag mal, ledrig süßen Duft tragen wollte. Und da ist, glaube ich, wirklich der Falcon Leather, was das Thema Preis-Leistung angeht, auch ein Ausreißer. So ein bisschen dasselbe wie jetzt bei dem Red Tobacco von Mancera. Du hast hier einen Duft, den musst du ganz wenig aufsprühen, dass er sehr intensiv projiziert, dass er sehr stark ist, und wenn man, wie gesagt, nur ein bis zwei Sprays aufsprüht, geht es auch vollkommen klar. Man darf, wie gesagt, nicht übertreiben und nicht in Acqua di Gio-Dimensionen aufsprühen. Klar, dann wird es zu intensiv. Und wenn man das Ding wirklich gut dosiert, ein, zwei Sprays, dann ist es wirklich einfach ein schöner, tiefer, würziger Duft. Und was ich bei dem Duft auch schön finde, am Anfang, wenn die Süße dann irgendwie so nach ein, zwei Stunden ein bisschen wegzieht, wird auf einmal so benzoe, schwer, tief, ledrig. Und das ist wirklich der beste Zeitpunkt des Duftes, dieser Try-Down-Moment irgendwie, wo es einfach hautnäher wird. Dann liebe ich diesen Duft einfach nur. Und Falcon Leather deswegen für mich ein ganz klares Nemesis. Übrigens habe ich damals auch kostenlos bekommen. Möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Weiter geht's mit dem vierten Platz. Das ist nämlich der Nawab of Oud Intensivo von Ormond Jane. Und vor kurzem habe ich jetzt auch einen Ormond Man Flakon reinbekommen, der aber leider auf den Transport kaputt gegangen ist. Ich blende mal hier ein Bild davon ein. Sonst wäre hier vielleicht auch der drauf. Der Flur roch jedenfalls ganz gut. Man muss sagen, dass Ormond Jane extrem hochwertige, elegante DNAs geschaffen hat. Das ist eben eher ein trockenerer, würzigerer Duft, der mit ein bisschen mehr Früchten und mit einem, ja, so einem leichten, synthetischen Oud-Schleier spielt. Erwarte hier jetzt bitte irgendwie kein animalisches Oud, also wirklich gar keine Sorge. In der typischen Manier von Gesa Schön, der auch Molekül O1 gemacht hat, oder auch den 1872 von Clive Christian. Also ein eleganter, hochwertiger, dezenter Duft mit sehr vielen Molekülen in einer sehr modernen Machart, und deswegen auf jeden Fall jeden Cent wert. Und auch die Ormond Jane Düfte, muss ich wirklich sagen, das wird nicht der letzte sein. Wäre es jetzt ja auch gar nicht gewesen, wäre der Ormond Main mir leider nicht kaputt gegangen, wobei ich war ja nicht schuld. Das war leider die Post. Mein heutiger dritter Platz wird belegt von einem meiner Favoriten aus dem Hause Tom Ford. Diesmal nicht aus der Private, sondern aus der Signature Collection, nämlich der Noir Extreme. Ich habe mir heute extra mal einen Duft aus der Signature Collection rausgesucht, weil ich eben nicht nur die teuren 250, 300 € Düfte erwähnen möchte, sondern auch mal einen bisschen günstigeren Duft. Muss wirklich sagen, ebenfalls auch wieder wie bei Red Tobacco oder auch bei dem Falcon Leather, jeden Cent wert. Du musst hiervon nicht viel aufsprühen, um einen tollen Duft zu haben. Ich finde hier immer diese Kombination, dieses orangige, dieses Fruchtige in der Kopfnote zusammen mit diesem Kulfi-Eis, diesem würzigen, diesem orientalischen Touch in der Basis mit drin, und dann nochmal diesem Veilchenblatt, was da auch mit drin ist, was so eine gewisse Herbe gibt. Einfach für einen Gourmand-Duft unfassbar spannend, weil wir hier eben auch Ecken und Kanten haben. Gourmand-Düfte sind ja meist eher so Vanille, süßlich, fruchtig und sowas. Hier eben mit so einem Veilchen-Ding, das macht es herb, es macht es maskulin, es macht es trocken. Und dann eben mit diesem trockenen, fruchtigen Akkord. Ja, also wirklich toll umgesetzt. Ich muss wirklich sagen, das ist der Duft aus dem Hause Tom Ford mit der allerbesten Preis-Leistung. Weitermachen auf dem heutigen zweiten Platz mit meinem Liebling Duft aus dem Hause Serjoff. Das ist nämlich der Kommandante. Ich habe entweder vor kurzem oder bald, je nachdem wann das Video rauskommt, auch schon eine Einzelrezension zu diesem Duft gemacht und auch nochmal beschrieben, warum mir dieser Duft so gut gefällt. Es ist für mich ein Serjoff-Duft, der dadurch besticht, dass er qualitativ extrem hochwertig ist, eine einzigartige DNA hat und trotzdem die Stärken von zwei meiner Lieblingsdüfte aufgreift, von dem Amiris Homme von MFK, auf der anderen Seite von dem The Dreamer von Versace. Also das heißt, diese
diese trockene Tabakbasis, die wir aus dem Trima kennen, auf der anderen Seite dieses frisch-fruchtige, mandarinige, was wir aus dem Amiris Om kennen und dann nochmal eben mit einem Honig da drauf, den wir zum Beispiel von 40 Knots oder auch von 400 oder Naxos kennen. Ja, für mich jeden Cent wert. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Flakon sein, das ich mir von dem Kommandante gekauft habe. Ist noch ein bisschen was drin. Ich denke mal, es hält noch jetzt 2024, aber dann wird es eng. Bin mal gespannt, wie lange noch halten würde. Aber auf jeden Fall in meinen Augen jeden Cent wert. Mein heutiger erster Platz kommt aus dem Hause MFK. Das ist nämlich der Oud. Ich sage zu diesem Duft immer ganz gerne Oud No Mood, weil er keine Rose mit drin hat. Und der Duft erinnert sehr, sehr stark an den Baccarat Rouge 540. Hat eine ebenfalls süße Safran-Kopfnote mit drin. Dazu ein bisschen mehr Holzigkeit. Das ist so ein bisschen dieses Oudige, was man aus Tom Ford Oud Wood kennt, was man auch aus Oud Silk Mood, Oud Satin Mood kennt. Eben nur ohne Rose natürlich. Und er hat auch so ein bisschen was von dem This Is Him von Salik & Voltaire, nur eben ohne Kratzigkeit, also ohne Sandelholz, weil der hier ist ganz weich, ganz seicht und sowas, gar keine Kratzigkeit mit drin. Und für mich einer der schönsten Oud-Düfte, die du finden kannst, zusammen mit einer Safran, zusammen mit einer süßen Kopfnote. Leicht fruchtig wirkt es eben und quasi eine maskuline Alternative zu dem Baccarat Rouge, falls ihr der irgendwie zu feminin war oder zu leicht oder zu süß oder sowas, ist das hier auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Macht genau dasselbe, halt nur in trockener, in holziger, in maskuliner. So kann man das zusammenfassen. Das waren mal auf jeden Fall 10 Düfte, die in meinen Augen jeden Cent wert sind, auch wenn sie relativ teuer sind, über 150 Euro kosten. Schreib mal gerne deine Empfehlungen da in die Kommentare oder wie du das handhabst. Kaufst du teure Düfte überhaupt gar nicht oder wie gehst du damit um? Schreib es mal gerne in die Kommentare, natürlich auch aus Interesse für zukünftige Videos. Danke dir fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.